Bock zu leiden. Machen wir mal weiter, ne? Würde ich mal sagen. Super Metroid. Das Wall Jump Design. Wir sind nicht weitergekommen. Kennt das Ganze, ja? Ich leide, ihr leidet. Moment, Timer stellen. 10 Minuten. Gib ihm. Bitch. Einen haben wir geschafft. Sehr gut. Sehr gut. Einen von gefühlten 130 Quadrillionen, die ich machen muss, um mich hochzuerhalten. Die Stacheln machen das Ganze nicht angenehmer. Aber es ist mir egal. Stellt euch mal vor, ich würde es ohne Safe State spielen. Ich würde das Spiel im Leben nicht schaffen. Wie oft ich hier unten schon verreckt wäre. Man bedenke, ich müsste den Weg immer wieder neu machen, ey. Wahnsinn. Boah, ich habe wieder so einen rauchigen. Ah, Bitch, please. Hatten wir dich nicht schon mal? Ach nee, ich habe ja mal wieder neu geladen, weil ich verreckt bin. Ha. Stimmt, da war ja was. Ah, da war immerhin schon einer. Samus. Zieht ein Suit aus und lauft nackig durch die Gegend. Wie in Super Smash Bros. 4. Deshalb, dass der Charakter auf einmal so übelst beliebt ist, weil die ganzen kleinen Kiddies so geil drauf sind, weil Nintendo ihr Doppel-D-Titten verpasst haben. Ich persönlich finde, der Charakter spielt sich fürchterlich. Aber ich kann mir das ja aussuchen. Ich spiele nämlich Pac-Man. Ich finde den ganz cool eigentlich in Smash Bros. Die normale Samus, die fand ich damals in Smash 64 noch ganz gut. Und in, ich glaube, der zweite war Melee, ne? Oder war der zweite Ball? Ne, Melee war, glaube ich, Zeit. Fand ich es auch noch ganz gut. Und danach ist irgendwie so. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein, wie konnte das nur passieren? Und Zero Suit fand ich schon im Vorgänger nicht so gut. Da ging das aber irgendwie noch so im Ultra Smash, dass sie sich verwandeln konnte. Aber ich meine, da hat hier Nintendo noch nicht diese dicken Titten verpasst und dieses Ganzkörperkondomanzug. Wie dem auch sei. Mega Man, den fand ich auch mal ganz cool. Der hat auch. Was ist das denn? So, einfach mal ein bisschen spulen. Ich meine, bis der hier ist, bin ich eh verreckt. Ich meine, ich hatte gerade ein, zwei Versuche, die liefen echt gut. Da war ich überrascht, aber jetzt mittlerweile ist wieder. Oh nein. Oh, ich bin gestorben. Nein, wie konnte das passieren? Machen wir es einfach ganz nochmal neu. Ist mir ja egal. Bock auf ein Whisky, aber nicht so früh am Morgen. Das ist ganz uncool. Ja, komm, Bitch. Komm, ja. Oh. Das waren jetzt drei oder vier und man bedenke, es reicht immer noch nicht annähernd. Solche Dinge hat man im Klassiker einfach mal mit der Screw Attack gemacht. Ist ja hier nicht möglich. Nein, die verlangen einfach hier die utopischsten Wall Jumps. Welche einfach pures Glück sind. Ehrlich gesagt. Aber ihr kennt meine Meinung zu den Wall Jumps. Es ist ja nichts Neues. Oh, jetzt tut mir der Däumlein schon weh, wieder weh. So. Hep und hep und hep und hep und da kommt ein Gegner. Bevor ich jetzt hier an diesem Vieh verrecke, schießen wir das mal eben ab. So, bevor da irgendwas passiert. Ja, da bin ich zu früh in die andere Richtung gesprungen. Sollte passieren. Tja, würde ich leichter an die Safe State Taste kommen, ist der Gegner einfacher, aber nein. Das ist leider nicht möglich. Komm, hepp und hepp und hepp und hepp. Yay, zwei wieder geschafft. Wahnsinn, wir haben auf dem Tacho 4 Minuten gespielt. Noch 6 Minuten, dann ist dieser Part auch schon wieder beendet. Oh Mensch. Ihr könnt vorspulen. Ihr wisst, wo der Part endet. Hier unten. Und das ist der vorletzte Part, ne? Bedenkt, wenn ich Ende nächsten Parts hier unten nicht raus bin, ist das Spiel beendet. Und ehrlich gesagt, habe ich auch schon innerlich mit dem Spiel abgeschlossen. Auch wenn ich echt interessiert wäre, wie das Spiel weitergehen würde, so die neuen Gebiete. Aber sorry, Ich halte mich jetzt hier nicht 100 Stunden an der einen Stelle auf. Gut, das ist in Summe ist das vielleicht eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Da kommt ein Gegner, den müssen wir wegspulen. So, weil sonst springe ich dagegen. Dann machen wir mal hier ein Safe State. Top! Dann haben wir den nämlich schon mal weg, den Gegner. Top!
Yay! Oh, wir haben immerhin wieder 2 geschafft. Das ist schon mal. Oh, war da 3? Weiß ich gar nicht. Ich glaube 2, ne? Ja, einer wieder. Immerhin. Ah, Mann, du dummes Kabel, ey. Ach ja, und sonst? Was liegt bei euch so an? Könnt mir erzählen, wie es bei euch mal war. Oder in die Kommentare schreiben. Ob ihr das Spiel auch mal gespielt habt, das würde mich mal interessieren, ob einer von euch mal das Spiel gespielt hat und wie ihr die Stelle geschafft hat. Ich würde mir auch niemals davon Speedrun angucken. Ich verstehe nämlich nicht, wie man so viel Glück haben kann und hier mit den Walljumps hochkommen kann. Ich habe das Glück nämlich nicht. So, wir haben 6 Minuten, noch 4. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft für heute. Na komm, Samus. Tu dich nicht so schwer. Hep und hep. Ja, das waren immerhin schon wieder 2. Das ist echt ordentlich. Ja. Wie gesagt, es ist keine Timing-Sache. Es funktioniert nicht. Weil ich drücke immer, nämlich immer zum selben Zeitpunkt den A-Knopf. Okay. Ja, schönes Spiel. Oh, ah, bla bla bla. Aua, jetzt tut mir der Finger wieder weh, der Däumlein. Gleich kommt der Krabbelkäfer irgendwann wieder. Der müsste einmal komplett umrundet sein. Überleg mal, das ist so ein Schneckenviech. Und das, selbst das kommt da hoch. Warum kann ich mich hier nicht hochkrabbeln? Das ist gemein. Da ist er schon wieder. Hahaha. Nein, wie köstlich. Schaut es euch an. Machen wir mal ein Load State. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Das waren immerhin schon mal wieder 2. Sind ja nur insgesamt 10 oder 11, die ich brauche. Das muss ja mal was zu schaffen sein. Das kann ja nicht so schwer sein, ne? Diese paar Wall Jumps. Ja, das ist ja eine Mechanik, die ist ja prädestiniert für Speedruns. Also werde ich das ja wohl schaffen. Meine Güte. Schaut euch, das ist ein Kinderspiel. Mein Gott. Das muss ich jetzt gleich innerhalb der nächsten 2 Minuten geschafft haben. Vor allen Dingen ist dann der Part gleich eh beendet. Hohoho. Ach, was freue ich mich. Wenn die Scheiße vorbei ist, was zeigt der Tacho? 56. Na komm. Samus, das liegt einfach nur an deinem Anzug. Ich hab dir schon mal gesagt, zieh deinen dummen Anzug aus und dann mit deinen nackigen super Boots und bla 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 kommst du da viel leichter hoch. Da haben wir wieder, immerhin haben wir wieder eingeschafft. Also das ist ja nicht schlecht. Samus, du bist die größte Rotzgöre, ey. Ohne Witz. Ach ja, la la la, schubidubidu. Tja. Das war immerhin wieder. Oh, ich bin gestorben. Nein. Oh. Wow, der war sogar gut. Da haben nur noch 2 gefehlt. Selbst wenn ich jetzt Fortschritte machen sollte, ich sollte im nächsten Part oder so kurz davor sein zu schaffen, ich werde nicht weitermachen. Also nein, das war jetzt. Wie gesagt, das ist Glück. Ihr habt gesehen, ich mache das genauso weiter wie gerade und da kommen nicht mehr Sprünge bei rum. Eher weniger. Das ist eine pure Glückssache, diese Jumps. Mein Bruder kann mir dabei pflichten, er kennt das. Richtig? Richtig. So. Tja. Oh. Oh, was zeigt der Tacho? 3 Sprünge noch. Komm, alle guten Dinge sind 3. Machen wir wie letztes Mal. 1, 2, 3. Tja, das war's. Und tschüss, Leute.